Hallo Leute, heute zeige ich euch diese Milka Schokoladenhandyhülle, die auch noch halb durchsichtig ist. Ihr gebt einfach auf zum Beispiel Amazon ein, was ihr haben wollt. Ich möchte jetzt eine abgebissene Schokoladentafel haben, deswegen gebe ich genau das ein. Ihr könnt natürlich auch bei Google Bilder suchen, aber ich finde vor allem diese Hüllen so mit der Schokolade und so findet man auf Amazon eigentlich ganz gut. Dann bekommt ihr ja ganz viele Suchergebnisse und irgendwo ist ja was Gutes dabei. Ich finde zum Beispiel diesen abgebissenen da ganz toll und den nehme ich dann auch. Es ist auch eigentlich ziemlich schnurzen, für welches Handy ihr das nimmt. Hauptsache, ihr habt halt das Bild. Wenn ihr das anklickt, wird das ja größer. Davon macht ihr jetzt einen Screenshot. Neuere Laptops können das ja, ansonsten müsst ihr halt euer Handy oder so nehmen. Dann suche ich bei Google Bilder einfach nach Milka. Da bekommt man auch eine riesen Auswahl, wie ihr seht. Ich muss eigentlich sagen, ich finde eigentlich den ganz toll, da unten mit der Kuh drauf und ja. Darauf macht ihr dann einfach einen Rechtsklick und dann könnt ihr das Bild speichern. Kennt ihr ja bestimmt auch. So, diese beiden Bilder druckt ihr dann einfach aus. Nun nehmt ihr euch eure Schablone, wie man die macht, zeige ich euch in dem Video, oben beim i, legt die auf das Blatt und zeichnet drumherum. Es ist auch jetzt nicht schlimm, dass das nur bis zur Hälfte geht, weil wir wollen ja eine Hülle, die oben noch ein Stückchen durchsichtig ist. Na gut, ein bisschen weiter muss man muss ja schon oben bis zum Traum kommen. Nun schneidet ihr das aus, so wie das Milka-Zeichen auch. Ihr seht, dass da jetzt unten an der Seite noch weiße Streifen sind. Das ist aber in meinem Fall nicht schlimm, weil wenn ich das hier in die Hülle tue, ist es unter dem schwarzen dran. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ansonsten müsst ihr halt das eine Nummer größer ausdrucken oder so. So sähe das hier an für sich auch schon ganz cool aus. Einfach so eine Tafel Schokolade und oben noch das Durchsichtige vom Handy. Aber wir wollen ja eine Milka-Schokolade haben. Wenn man das einfach so drauflegen würde, wäre es ja ein bisschen grob. Deswegen schneide ich jetzt einfach unten ein Stückchen ab und natürlich auch mit runden Ecken, weil das Handy auch rund ist. Wenn ich es einmal aufgehoben bekomme. Kennt ihr das, wenn man sowas aufheben will? Aber ja, jedenfalls schneidet ihr dann unten ein Stückchen ab mit den runden Ecken. Weil das so ja noch ein bisschen langweilig aussieht, versuche ich jetzt oben vorsichtig ein kleines Stückchen abzureißen, damit es aussieht wie eine aufgerissene Schokoladentafel. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr nicht den Schriftzug trefft. Was allerdings auch, glaube ich, gar nicht mal so schlimm aussehen würde, aber trotzdem. Ich finde jedenfalls, wenn das so abgerissen ist, sieht das echter aus. So, damit es nicht verrutscht, nehme ich mir noch ein Stückchen Fotokleber. Ja, der ist von Rossmann, aber hey. Ein Stückchen Fotokleber und klebe den hinten damit dann das Milka auf die Schokoladentafel. Das war es eigentlich auch schon. Das legt ihr jetzt in eure Handyhülle rein, Handy mit dazu und dann hält das auch eigentlich. Zur Not müsst ihr es vielleicht mit einem kleinen Stückchen irgendwie festkleben, aber bei mir hält es so. Ich finde die Hülle eigentlich ganz cool, weil man so halt unten so das Milka und die Schokolade hört und trotzdem noch das Handy hinten sieht. Und ja, ich mag das halt auch, wenn man den Schriftzug hat. Danke fürs Ansehen, bis zum nächsten Mal, ciao!